Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer. Irgendwann hat eine geschrieben neulich, ich sage immer hallo, liebe YouTuber, weil klar, ihr nutzt doch alle YouTube. Und dann hat sie gesagt, du bist doch der YouTuber. Ich finde, ihr seid es auch. Und ich wollte euch ganz, ganz herzlich in meinem neuen Video willkommen heißen. Und es geht jetzt um Valentin und um ja eine kleine schöne Deko, wie man eine wirkungsvolle Deko macht. Das zeige ich euch in dem heutigen Video. Aber zuvor, bevor wir zu dem Video kommen, hier sieht man schon so kleine Andeutungen und Vorbereitungen, gibt es doch wieder mal eine kleine Ladenrundschau. Und es ist jetzt hier, der Laden ist jetzt geschlossen, die Mitarbeiterin ist weg. Wir haben ein bisschen umgeräumt und haben wieder neu dekoriert. Wir haben Orchideen, frische Orchideen, schöne Calathea, diese wunderschönen Zimmerpflanzen haben wir auch zwischen die Orchideen gestellt. Und das ist toll, wie lebendig das immer gleich aussieht, wenn da ein bisschen was dazwischen steht. Dann hatte ich mal so ein schönen, ruhigen Augenblick und habe den auch einfach mal genutzt, ja, und habe mal richtig schöne, tolle Glasvasen, so ein Sortiment gemacht in verschiedenen Formen, in rund, ein bisschen schmäler, ein bisschen größer, welche, die sich stärker verjüngen, ja, dann habe ich auch welche hier mit so einem Sockel, auch eine ganz schlichte Form. Hier haben wir natürlich unser EC-Gerät. Und dann habe ich auch hier nochmal wirklich so Vasen, die man auch für Hochzeiten braucht. Sowas ist eine Glasvase zum Beispiel, die ist ganz toll, wenn man vom Strauß noch Blüten hat. Man füllt es hier so, macht eine Efeuranke rein ins Glas und lässt die restlichen Blüten, die vom Strauß noch schön sind, einfach schwimmen. Und ich finde, da ist eine Kugelvase ganz toll. Und vor allem natürlich auch, weil wenn die Stiele im Strauß, die spreizen sich ja immer und die brauchen einfach Platz, dass der Strauß, naja, es ist so ein bisschen wie beim Billard, Ausfallswinkel gleich Einfallswinkel oder andersrum. Und dann können die sich natürlich wunderbar entfalten. Und für die Freunde der quadratischen Vasen gibt es hier natürlich auch schöne quadratische in zwei Formaten. Und wie immer finde ich es immer ganz toll, wenn, Moment, hier ist auch mein Finger daneben, wenn das so ein schönes, dickes Glas ist, ja, und wenn ich das anfasse, dass ich eben nicht immer Angst haben muss, dass die zerbricht, sondern dass das so eine richtig feste Vase ist. Ja, und dann habe ich mal einfach ein schönes, neues Regal gemacht und jeder, der jetzt hier reinkommt und sagt, oh, ich bräuchte noch eine Vase zu meinem Strauß, der wird hier also fündig und das ist auch schön so. Ja, dann haben wir wunderschöne Weide, ja, diese schöne Korkenzieherweide, also hier in länger, dann haben wir noch einen Eimer mit kürzeren und da können wir ganz toll damit arbeiten und haben schon richtig schöne Sträuße gebunden. Ich muss mal gucken, ob hier was um die Ecke, ach ja, hier gibt es auch noch zwei schöne Sträuße, die sind jetzt nicht mit Weide, sondern hier, die sind auch mit Olive gebunden, die so schön lässig rausguckt. Ja, und mit dekorativen, großen Gerbera, die natürlich dann viel Show machen im Strauß. Es gibt ja manche, die sagen, sie mögen keine Gerbera. Ich mochte sie früher auch nicht so, aber man muss schon sagen, sie machen einfach viel Wirkung und es ist einfach eine große Blume, ja, die hat ja 10 cm Durchmesser. Ja, hier warten noch übers Wochenende schön eingepackt die Tulpen. Dass sie sich auch, ja, dass die nicht schräg wachsen, sondern die packen wir hier relativ eng ein im Tulpenpapier. Und hier haben wir jetzt einen Strauß, der ist gebunden. Moment, ich muss erstmal den Zettel wegmachen. So, der ist jetzt gebunden mit dieser schönen Korkenzieherweide, die also die Löwenmäulchen so nach oben begleitet. Ja, auch die Olive. Und das ist ein Strauß, ein großer Strauß mit Rosen, Nelken, Garmini. Mit Viburnum als Grün, mit Olive, hier ist Olive, ist Eukalyptus, ja, also da ist sehr viel drin und der wird am nächsten Arbeitstag ausgeliefert. Ja, dann gehen wir nochmal in den Laden, ich habe auch ein schönes, richtig tolles Angebot, man kann hier sehen, also das ist hier unsere Theke und das sind hier richtig, richtig große Körbe. Die habe ich tatsächlich, wenn jemand sagt, boah, er hätte gern so richtig große Körbe. Ich gehe mal drum rum.
Ich habe die Körbe auch mit Korkenzieherweide. Moment, ich muss erstmal ein bisschen drum rumlaufen. Ich habe die mit Korkenzieherweide dekoriert, also gesteckt, die erstmal schön gefüllt. Mit Trockensteckmasse habt ihr mit Korkenzieherweide und mit Ranunkeln gefüllt. Und dann sind die so richtig dekorativ. Und ich kann die Körbe gern mal messen. Ja? Und die haben wir jetzt auch, die habe ich tatsächlich jetzt mal zum Sonderpreis reduziert. Und hier ist also dieses ganze Arrangement, Korb samt Ranunkel, und da sind sehr viele Seidenblumen drin. Das gibt's jetzt tatsächlich zum Sonderpreis von 98 Euro jeweils, ist normalerweise bei 148 Euro. Und das sind viele von diesen Seidenranunkeln, die also im Frühjahr wahnsinnig dekorativ sind. Und die stehen normalerweise draußen, ja, jetzt sind sie hier drin. Und davon haben wir auch zwei gemacht. Also das ist jetzt mal so ein Sonderpreis. Ich denke, falls ich die versenden wollte, müsste ich die Korkenzieherweide sicherlich rausziehen und nochmal extra dazu packen, weil es würde eh ein relativ großes Paket geben. Aber wenn jemand von euch sagt, boah, so tolle große Körbe hätte ich gern, und die haben also auch diese ganz stabile, dicke Flechtung, die nicht so schnell verwittert, ja, das ist also ein ganz robuster, toller Korb, kann man auch toll nutzen, wenn man Decken zum Beispiel reinlegt. Und ihr seht schon, verglichen zu dem anderen kleinen Töpfchen mit der Zimmerpflanze, sieht man also auch, wie groß die Körbe sind. Infos unter youtube@flowerstyle.de bei Interesse. Meldet euch, ich antworte euch natürlich immer. Wisst ihr ja, ja? Ja, dann gibt es auch zu jeder Bestellung aktuell wieder das schöne Floristik24 Ideenmagazin. Da ist eine Idee von mir drin und das lege ich euch auch immer zu den Bestellungen bei. Und hier dürfen auch die Kunden bei uns immer gratis mitnehmen. Also wer bei mir was bestellt, bekommt es auch. Im Moment habe ich die vorrätig. Ja, und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in den Arbeitsbereich, weil jetzt geht es dann mal los mit dem Video. So, ja, das große Thema heute ist natürlich der Valentinstag. In 3 Tagen ist Valentinstag und man überlegt sich ja sicherlich auch so, ach, was mache ich denn für eine schöne Deko für Valentin? Und mir ist da so eine nette, kleine, einfache Idee eingefallen und habe gedacht so, ach, die kann man auch so in ein paar Tagen realisieren. Und schön ist natürlich dann dazu, wenn man eine tolle Vase hat. Ich habe hier jetzt also eine richtig schöne rote Glasvase. Die ist total dick. Ja, also ich zeige mal ganz gern mit meinem Finger, ja, dass das, die ist auch total schwer. Und ich hatte die Tage auch eine total nette YouTuberin, die kam aus Franken. Also vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Das hat mich total gefreut. Und sie hat hier auch ein paar richtig schöne, dicke Glasvasen mitgenommen. Und hat sich total gefreut. Und ich habe mich auch gefreut. Es war einfach richtig, richtig schön. Ja, und jetzt habe ich hier also diese tolle Vase, die habe ich nur einmal. Und die würde ich euch auch versenden, weil die ist natürlich zu Valentin, zu Muttertag. Einfach, wenn man sowas Schönes, Leuchtendes will, lässt sich toll dekorieren. Ein Beispiel zeige ich gleich. Und die würde ich auch versenden. Und ich schaffe das immer, die Sachen so gut zu polstern, dass ich die auch gut versenden kann. Die hat eine Höhe von 30 cm, ist oben, hat einen Durchmesser von 16. Ja, und ich denke, hier an der breitesten Stelle sind es wahrscheinlich um 22, ja, in etwa. Und die hat richtig Gewicht. Also das ist echte Qualität. Und jetzt zeige ich euch auch noch einen Preis. Ich habe die reduziert von 59 Euro auf 45 Euro. Und zu diesem sensationellen Preis, ich muss natürlich leider noch das Paket Porto, 7 Euro, ich würde sie euch einfach für 50 Euro inklusive Porto versenden. First come, first serve. Wer mir zuerst schreibt, bekommt sie und dann ist sie weg. Okay, also die gibt es auf jeden Fall und die ist dann auch noch berühmt vom Video. Ich glaube, das ist dann echt ein cooler Deal. Ja, und ich habe dann gedacht, wie kann ich diese Vase hübsch dekorieren? Und da bin ich mal wieder durch die Natur gestreift und habe einfach schöne Zweige geholt, so ganz lässig.
Und die Basis meiner Deko, also mein Gedanke, sind einfach wieder mal ein paar schöne Zweige. So, ein paar sind beim Sturz vom Baum abgebrochen, die mache ich mal ab. Und die habe ich dann mal mitgenommen und stelle die rein in die Vase. Und das Ganze erinnert jetzt natürlich noch nicht so ganz an Valentin. Das ist mir schon klar, weil das Valentinsthema, so, das ist jetzt schon mal, das ist eigentlich schon, finde ich, auch dekorativ. Und das Valentinsthema, das kommt jetzt gleich, weil schiebe ich die Vase mal so ein bisschen, ich stelle die mal hier in meinen Hintergrund, dann könnt ihr die ja noch in Ruhe begutachten. Oh, die sieht man jetzt nicht. Moment, ich mache Platz mit den Rosen. Ja, genau. So, und ja, diese Vase, die wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen dekorieren schön. Und ich habe jetzt hier einfach mal mein Schmuckkästchen. Nein, es ist nicht Schmuck drin. Es ist tatsächlich Draht drin, ja. Und ich habe einfach mal mein Schmuckkästchen hier hervorgeholt und habe gedacht, Draht ist ja immer so eine schöne Basis, um was Tolles zu machen. Ich erzähle ja ganz oft von Draht, weil das ist so das Handwerkszeug, das man auf jeden Fall immer braucht. Immer, ja. Und das ist, ich hätte nie früher gedacht, dass Floristen so viel Draht verwenden. Und Draht, das ist jetzt wirklich also mein Basteldraht in allen Farben. Ich habe auch mal aufgeräumt. Und damit und mit Sisal. Haben ja auch ganz viele noch so Sisal irgendwo. Ja, das sieht jetzt hier so, wenn das so für sich ist, denkt man, naja, aber da kann man was ganz Tolles draus machen, nämlich Herzen. So, aber das zeige ich euch jetzt gleich mal, wie das geht, weil beim Herzen machen gibt es so einiges zu beachten. Und ich meine, Herzen gibt es ja auch viele, ja, die man so kaufen kann. Es gibt jetzt hier solche Herzen aus Plastik. Ja, ist ein Herz, aber ich finde es nicht so schön, weil ich mag eigentlich nicht so gern Plastik, ja. Ich finde auch, also gibt auch manche, die so schön noch gemustert sind, ja. Sowas ist auch ganz süß eigentlich. Hatte ich auch schon in Rot. Ist ja auch mal nett im Strauß. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Dann entsprechen schon mehr meinen Vorstellungen hier diese hübschen Holzherzen. Ja, die sind aus Birke und sind so massiv, also sind so ausgesägt. Die finde ich schon, die gefallen mir richtig gut, weil ich bin ja so ein Naturfreak. Ich habe sie natürlich nicht selbst gesägt, das kann ich nicht. Aber das ist jetzt schon mal sehr, sehr schön und entspricht auch meinem Gusto. Und wenn man aber ein tolles Material hat, dann kann man Herzen auch tatsächlich selber machen. Und man braucht dazu einen Draht. Ich habe jetzt einen genommen, der so eine Goldoptik hat. Und Sisal. Ja, und da gibt es jetzt ein bisschen was zu beachten. Da habe ich meinen Sack Sisal. Das ist jetzt ziemlich viel und ich glaube, es gibt auch einige Kollegen, die das auch noch im Keller haben und relativ viel davon. Und man nutzt es eigentlich gar nicht so oft. Und da habe ich gedacht, ach, was haben wir denn noch Schönes? Ich würde es jetzt gern mal wieder nutzen. Ja, und habe das mal. Und vor allem ist es Valentin, ich habe rotes Sisal. Super, Bingo. Ja, und dann wird da jetzt auch mal was Ordentliches draus gemacht. Und das muss ich euch natürlich dann gleich zeigen. So, ich brauche einfach jetzt zwei Büschel von diesem Sisal. Knuffel das jetzt so ein bisschen zusammen und versuche in der Hand einen Tropfen zu formen. Ja, das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Nehme natürlich mein Draht und wickel. Das muss, der Draht, der darf nicht so dick sein, sonst ist der so störrisch. Das muss also so ein schöner, feiner Myrtendraht oder so ein feiner Basteldraht sein. Und ich darf auch den Draht, wenn ich das jetzt mache, dann darf ich hier nicht so festziehen, weil wenn ich festziehen würde, dann würde ich jetzt so eine Beule da reinwickeln, sondern ich muss den wirklich so, ja, so ein bisschen lässig, locker, mit Gefühl da drüber wickeln, ja, einfach so lässig in der Hand abwickeln lassen. Da ich einen Tropfen haben möchte, wickle ich nach unten ein bisschen fester und habe hier jetzt eigentlich schon so einen schönen, genau, so ein Tröpfchen. Kann man ruhig auch ein bisschen mal drücken und so und
Und unten kann man auch ein bisschen fester wickeln, sonst wird es ja nicht enger. Dann, wie immer, wenn ich eine Schlaufe machen will, ich nehme den Finger und gehe um den Finger rum, gehe mit dem Draht zurück von der Seite, von der ich kam, und habe dadurch eine Seite eine Schlaufe und auf der anderen Seite mein Draht. Und dann gehe ich her und verwickel die zwei miteinander. So, verdrehe das. Einmal den Tropfen ein bisschen gedreht und schon, so, mit Hilfe der Drahtschere einmal abschneiden. Und wenn der so dünn ist, kann man auch mal eine normale Schere nehmen. Der ist fast zu dünn, um den mit der Drahtschere zu schneiden. Das ist echt interessant. Ja, habe also die erste Seite. Dann gehe ich her, mache das Ganze nochmal. Ich knuffel das immer so ein bisschen. Zuerst so auseinander lüften und dann so zusammenknuddeln, ja, dass man einfach so eine schöne Rundung oben bekommt. Das ist so ein, ja, man muss sich da so ein bisschen rantasten, ja. Und ja, warum mache ich das? Ich finde, man kann ein Herz oder ja, man kann das Dekolleté von einem Herz, kann man eigentlich nur wickeln, wenn man zwei Tropfen macht. Und man kriegt es nicht hin, das Herz so formschön zu machen, wenn man das jetzt in einem Stück wickeln würde. Ich finde es einfach schwieriger und ich bin da sehr pedantisch, was dieses Herzdekolleté betrifft, weil das finde ich ganz wichtig, dass das einfach schön gestaltet wird. Und deswegen mache ich immer, wenn ich ein Herz mache, zwei Tropfen, weil hier zwei Tropfen, zack, und das jetzt zusammengefügt, gibt schon ein Herz. Was ich jetzt noch mache, mir fehlt noch ein bisschen Bauch, ja, und dann nehme ich noch mal einen kleinen Teil von meinem Sisal, knuddel das jetzt auch noch mal so zusammen und mache einen Bauch auf mein Herz drauf. So. Und Herzen kann man also aus so vielen Materialien machen. Die kann man aus Stroh, aus Heu. Wie gesagt, also auch dieses Sisal, das ist jetzt natürlich ein sehr schönes und sehr feines Material. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Vielleicht könnte ich sogar aus diesen, ja, ich sag mal, es gibt ja auch, selbst wenn man Papier in den Papierwolf steckt, dann hat man ja auch diese Schnipsel. Wahrscheinlich könnte man das auch damit machen und vielleicht dann sogar rot ansprühen. Also da gibt's, ja, gibt's wahnsinnig viele Möglichkeiten, ein Herz zu machen. Wenn man dieses Grundprinzip verstanden hat und kapiert, dann ist das eigentlich relativ einfach. So, und schon habe ich mit ganz einfachen Mitteln ein schönes Herz. Und hier, das ist wichtig, ja, weil eigentlich braucht es wirklich so diese zwei Tropfen. Und wenn es jetzt hier so rund wäre, dann ist es ein Tropfen. Und dadurch, dass ich das Dekolleté habe, ist es natürlich super, super schön geformt. Ja, und das ist eigentlich schon so das ganze Geheimnis. Und Valentin ist ja jetzt auch der Tag der Herzen. Nicht nur für den Partner, den man liebt, sondern es gibt ja auch so viele nette Gesten für Freundinnen oder ja für Menschen, die einem wichtig sind. Und wenn man dann irgendwas mit dem Herz schön dekoriert, dann ist es ja immer eine ganz, ganz, ganz tolle Botschaft. Oder auch für die lieben Kollegen, die jetzt sagen, die ihr Schaufenster dekorieren und eben nicht nur ein Papierherzrad drauf machen, sondern sagen, ach ja, so schöne Herzen. So eine Vase mit Zweigen. Ihr könnt noch ganz viele Herzen machen. So viel Sisal habe ich noch in Rot. Vielleicht mache ich auch noch ein paar größere, mal gucken. Aber nicht im Video. Aber wir wollen ja weitermachen auf jeden Fall. So, und dann habe ich hier jetzt meine Herzen. Die Frage ist natürlich, wie hänge ich die jetzt auf? Dann nehme ich jetzt einen Draht, der ein bisschen fester ist. Ja, hier habe ich jetzt also einen, und den nehme ich auch in Rot. Nehme mir kleine Drahtstücke und hänge meine Herzen auf. Wichtig ist, dass ich für die Aufhängung hier in der Mitte durchgehe von dem Herz. Sonst hängt es natürlich schräg.
So, erstmal in der Mitte durchkommen, ne? Gar nicht so einfach, aber so, hier bin ich. Okay, also, und dann mache ich jetzt hier eine schöne kleine Aufhängung und habe mein erstes Herz, was ich hier an die Zweige hänge. Das mache ich natürlich dann. So, ich gehe ein bisschen tiefer und das mache ich mit den ganzen anderen Herzen auch im Folgenden. Ja, also einfach wieder ein kleines Drahtstück für die Aufhängung genommen und schon hat man dann so ein Häkchen gebaut. Ich habe jetzt also mit nur vier Herzen diese große Vase total schön und üppig dekoriert mit den Herzen. Hier bin ich noch, auch wenn ich hier so ein bisschen durchgucken muss. Und ich fülle die jetzt mal mit Wasser, weil ich habe noch ein bisschen Korkenzieherweide dazu gemacht, damit ich ein bisschen mehr Stabilität hatte. Weil ich habe doch noch ein bisschen was gebraucht für die Aufhängung meiner Herzen. Und es ist wirklich erstaunlich, obwohl die Vase ja jetzt wirklich sehr groß ist. Ihr seht also, wenn ich jetzt hier dahinter bin, die ist echt groß. Mit diesen großen Herzen wirkt es natürlich jetzt total üppig, das Ganze. Und ich hätte es auch gar noch ein bisschen blumig. Und die blumige Dekoration, die habe ich natürlich, das sind jetzt keine roten Rosen, aber das sind wahnsinnstolle roséfarbene Rosen. Und da war meine Idee, dass ich diese Rosen jetzt einfach zwischen die Herzen und zwischen die Zweige einfach arrangiere. Und das Ganze gibt jetzt meine Schaufensterdeko für Valentin. Und ich wollte also parallel dazu, dass ich euch diese Idee mit den Herzen zeige, wollte ich euch einfach auch zeigen, wie man, egal ob für den Liebsten oder für den Laden, wie man einfach eine relativ simpel, eine tolle Dekoration machen kann. Und dieses jetzt wirklich mit wenigen Mitteln erstellt. Und ihr habt ja auch gesehen, wie schnell das gegangen ist. Das ist ja echt Wahnsinn. Und einfach nur, es sind jetzt nur fünf Rosen, die ich hier reinmache. Ja, das ist also überhaupt nicht viel. Und hat eine Wahnsinnswirkung. Das sind natürlich auch Wahnsinnsrosen, das muss ich auch zugeben, klar. Aber das hat jetzt eine wahnsinnsdekorative Wirkung. Und ich muss gleich einfach noch mal ein Foto davon machen. Und fertig ist die Deko, die ich jetzt einfach mal so auf die Schnelle zeigen wollte. Also Sisalherzen, Zweige Sisalherzen. So, die Vase kommt auch weg. Zweige Sisalherzen und einfach, ja, und eine tolle Vase. Und daran sieht man natürlich wieder, wie viel das ausmacht, wenn man ein schönes Gefäß hat. Schöne Gefäße sind wirklich die halbe Miete. Das ist so eine mega, mega tolle Wirkung. Also damit kann man einfach toll gestalten. So, jetzt mache ich noch ein paar tolle Fotos und ich muss sagen, ich freue mich wie immer, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag von Herzen und mit den Herzen und alles Gute, ihr Lieben. Genießt den Tag mit euren Liebsten und ich habe euch auch lieb und ich sage einfach bis bald mit ganz lieben, herzlichen Grüßen, eure Margit. Tschüss.